Hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Schönen zweiten Advent wünschen wir euch. Lausiges Wetter, wir haben aber eine trockene Phase erwischt und da haben wir in unserem Dutch Oven Entenbrust gemacht. Schaut's euch an. Ja, hier unsere Zutaten. Zwei Entenbrüste, zwei Lorbeerblätter, Salz und Pfeffer. Dann haben wir hier einen Rotkohl, da nehmen wir aber nur die Hälfte von. Apfelsaft, Zucker, Preiselbeeren. Ja, und jetzt kommen wir zum Apfel und zwei Zwiebeln. Ja, wir fangen jetzt mit den Schnippelarbeiten an und dann geht's weiter. Ja, Dutch Oven haben wir jetzt auf Temperatur gebracht. Wir arbeiten heute mehr mit Oberhitze, das heißt, ich habe 8 Kohlen unten und 14 Kohlen oben. Und zuerst kommen jetzt unsere Entenbrüste rein und werden angebraten. Ich glaube, brauchen wir euch weiterhin nicht zu zeigen. Wenn es fertig ist, sehen wir uns wieder. Aber was wichtig ist, immer erst von der Hautseite anfangen. Genau. Ja, unsere Entenbrust ist jetzt knusprig angebraten. Die nehmen wir jetzt erstmal raus und stellen sie beiseite. Ja, beiseite, wo müssen wir mal gucken? So, in dem restlichen Bratenfett kommen als erstes unsere Zwiebeln rein. Und ich denke, dann noch mal den Deckel wieder drauf, dass sie schön anschmoren können. Ja. So, ich hole jetzt den Deckel drauf und dann melden wir uns gleich ab. Unsere Zwiebeln sind schön angeschwitzt. Jetzt kommt der Rotkohl inklusive Lorbeerblättern. Probieren wir jetzt einmal ganz kurz. Jetzt unsere Äpfelstücke. So, alles schön miteinander vermengen. Jetzt geben wir Apfelsaft dazu, einen guten halben Liter. So, damit wir genug Flüssigkeit haben, einmal gut durchrühren. Jetzt wird ein wenig gesalzen. Und natürlich auch Pfeffer. Eine Prise Zucker muss noch rein? Jo. Na, mach nochmal. Gott. Also es entspricht circa 2 Teelöffel Zucker. Genauen Mengenangaben kommen natürlich wie immer in der Infobox. Und ich denke, die Preiselbeeren kannst du auch gleich unterrühren. Jo. Das sind jetzt gute 2 Esslöffel, ne? Sind 3 geworden. Sind 3 geworden, gut. Die gehen jetzt auch noch mit rein. Das alles einmal kurz durchrühren, dass alles schön verteilt ist. Eventuell müssen wir nachher noch mal abschmecken. Ja. Mal gucken, wie wir mit der Flüssigkeit hinkommen. Eventuell kommt noch ein bisschen Apfelsaft rein. Aber da schauen wir mal, weil wir gehen circa von, ich denke mal, 2 Stunden wird es dauern. Ich denke auch. Ja, bei frischem Rotkohl. So. Ich denke, das reicht jetzt erstmal so. Streich mal bitte die Ecken ein bisschen runter vom Rand, damit wir das richtig schön so mit
drin haben. Gut. Und dann können die Enten drauf. So, und jetzt kommen unsere Entenbrüste drauf. Einmal. Mit der Hautseite nach oben. Auf. So, das war das. So. Deckel drauf. Nach einer Stunde schauen wir noch mal rein. Ja, und dann melden wir uns wieder. Ja, gute 2 Stunden sind jetzt vorbei. Die Entenbrüste kriegen jetzt noch ein bisschen Salz ab. Wir lassen das Ganze jetzt noch mal 5 Minuten ziehen. Ja, und dann können wir auch schon servieren. Und es riecht verdammt gut. Ja, der erste selbstgemachte Rotkohl. Cool. Ja, Fazit. Unser erster selbstgemachter Rotkohl. Total lecker. Werden wir, glaube ich, jetzt das öfter mal machen und nicht auf dem aus dem Glas zugreifen. Ja, ansonsten sehr gut gelungen. Entenbrust, knusprig angebraten. Haut war nachher auch noch knusprig. Wie ihr gesehen habt, wir haben kurz vor Schluss haben wir gesalzen. Ist eigentlich nicht nötig. Wenn die Entenbrust die ganze Zeit auf dem Rotkohl liegt, nimmt sie die Aromen an. Also salzen ist nicht mehr unbedingt notwendig. War aber trotzdem gut. Also nicht versalzen oder so, aber muss man halt nicht. Ne? Ja, des Weiteren gibt es gar nichts. Schönen zweiten Advent noch. Wenn es euch gefallen hat, lasst Daumen hoch da, lasst einen Kommentar. Unten rechts könnt ihr wie immer durch Klick den Kanal abonnieren. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!